Dieser Braunbär war von der Begegnung mit diesem schottischen Ehepaar im kalifornischen Pasadena wohl genauso überrascht wie sie von ihm. Irene und Bob McEwen verließen gerade ihr Urlaubsdomizil, als Meister Petz auf sie aufmerksam wurde und die Verfolgung aufnahm. Ich sagte Bier, zu meiner Frau: Ein Bär, Irene, sofort ins Auto. Für Bob war es zu spät, der Bär erwischte ihn an seiner Wade. Ein paar Kratzer und Schrammen. Glück gehabt. Aber es war sehr spannend. In der Gegend ist der haarige Besucher kein Unbekannter. Er stattet den Gärten und vor allem Mülltonnen in der Nachbarschaft regelmäßig Besuche ab. Er tauchte mal direkt vor uns auf. Da sind wir ins Haus gerannt. Er sieht nicht sehr gefährlich aus, aber es ist ein wildes Tier. Vielleicht sollte er mal betäubt und hier weggebracht werden. Oder man macht es wie die McEwans. In Ruhe abschließen und nichts anmerken lassen.